Ich grüße euch, meine Freunde. Willkommen zurück zu Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Der Version Schwarz. Im letzten Part haben wir ein paar Trainer geklatscht und haben angefangen, die Arena fertig zu machen. Ja, fertig zu machen ist gut. Wir haben sie begonnen. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wo lang muss. Sag mal. Bin ich jetzt doof? Oh. Da hat's kurz gehakt, Alma. Upsa. Das war aber falsch. Nein. Hep. So. So. Und wieder zurück, bitte. Und da fährt er zurück. Sehr schön. Das ist auch alles, was ich will. Genau, hier müssen wir laden. Und müssen uns mit dem hier kloppen. So, jetzt sind wir mal gespannt. Dann zeig mal her, was du hast. Zwei Pokémon. Das erste ist Knocker. Knocker. Aber damit dürfte Vanilla eigentlich fertig werden. Erstmal der Mogi. Aua. Hab ich gerade gekratzt. Aua. So, und die Stärke, das ist eine Step und das ist auch witzig, ne? Diese V1-Attacken, das ist bei Surfer genauso. Dass das einfach so auch zu den stärksten Attacken gehört. Ich meine, im Competitive alleine mal, da ziehen viele zum Beispiel Surfer dem Dings vor, dem Siedewasser. Na, klick-klack. Klick-klack. Klick-Klack ist auch toll. Also ich mag die Klick-Reihe. Gott, ich wollte gerade sagen. Stahlbohrer. Stahlbohrer. Stahlbohrer wäre auch eine geniale Attacke. Aber Schlagbohrer ist sogar noch besser. So, wollen wir erstmal Vanni heilen. Und wir haben gestern ein Jubiläum gehabt. Ja, Jubiläum ist gut. Wir hätten feiern können. Das war die eine der Folgen. Endlich mal wieder eine Folge, wo wir keine Pokémon verloren haben. Ja! Schön ist das. Ach, wie schön. Er senkt mit Spiegelsalve meine Genauigkeit. Und seine Attacke geht daneben. Finde ich Bombe. So, damit haben wir Vanni jetzt auch schon auf Level 41. Somit haben wir ja bald unser Team auf dem Level, auf dem die Astrainer hier ihre Pokémon haben. Yay! So, Sui darf mal ran. Und... Achso. Warte, dann kommen wir ja gar nicht vorbei. Hopp. Bam! Und da geht der Drachenkopf nach oben. Baff! So, weiter geht's. Ich habe schon wieder den Timer nicht gestellt. Mann! Aber ich habe derzeit anscheinend ein ganz gutes Händchen. Also die letzte Folge war auch richtig gut nach Zeit. Also so, wie ich sie mir vorstelle. Ah, und da kommt die nächste. Wie gesagt, bei Random Trainer lese ich die ganzen Textboxen nicht mehr vor, weil... Baum. Also ich finde es nicht so interessant. Und die meisten von euch kennen die wahrscheinlich schon. Flapdelix. Flapdelix. Oh, ich das erinnere mich noch hier. Original Schwarz und Weiß gab es in der Elektrolithöhle, also in der Höhle da mit den ganzen Elektromagnetismen und so, gab es einen Trainer, einen Ast-Trainer, der hat einen Flapdelix gehabt. Da er ein Ast-Trainer war, war das Pokémon natürlich entsprechend auch hoch vom Level und das Vieh konnte Akrobatik. Ihr glaubt nicht, wie oft und wie viel mir so dieses Flapdelix mein Team zerrissen hat, ey. Boah. Echt tödlich für den Nuzlocke. Bam. Jo. One-Hit KO. Nee. Deswegen habe ich immer so eine Gänsehaut, wenn ich Flapdelix sehe. Auch so einer der Todespunkte für mich bei einem Pokémon-Part. Also mit Todespunkten meine ist ganz einfach, Todespunkte ist das, wo es Trainer gibt, die dein Team ordentlich zerpflücken. Ein Veteran.
So. Mal sehen, ob wir es heute bis zu Lysander schaffen. Ah, Milo. Noch ein Pokémon ist in Ordnung. Und das ist sogar ganz gut, das ist ein Gestein-Pokémon. Das heißt, wir können mit Zui es wegleben brühen. Und da ich nicht weiß, beziehungsweise nicht hoffe, dass Amaldo Dings hat, Robustheit, gehe ich nur davon aus, dass ein Lebenbrühe reichen dürfte. Bam! Okay! Das war jetzt überraschend. Aber weißt du was, nochmal meine Finsterfaust. Hör doch mal auf mit diesen Schutzschilden. Das das Trainer aber machen, wenn die Pokémon sowieso schon halb schon geschlagen sind. Zack. Weg. Die Finsterfaust hat zugeschlagen. So, dann haben wir mal unsere Pokémon. Tafelwasser. Ja, das reicht. Das reicht. Aua. Okay, jetzt müssen wir hier raufhüppen. Höp. Und wohin geht der Kopf? Geht der jetzt nach oben? Ah, nicht ganz. Nach rechts. Gut, wo kommen wir denn da jetzt hin? Höp. Was ist, wir müssen wieder runter? Haben wir gegen den... Nee. Ich wollte gerade sagen, die haben wir noch nicht gekämpft. Die kenne ich ja auch noch gar nicht. Ja, dann komm. Komm, komm. Zeit für ein Duell. Na, falsches Spiel. Pantimimi. Boah, ich bin ganz ehrlich, ich mag Pantimimi und Pantimus mag ich gar nicht. Ich bin absolut kein Fan von dem Pokémon. Mugelhieb. Na, vielleicht reicht der ja sogar schon. Bezweifle ich. Ja, aber trotzdem, gut Schaden. Oh, mal eine Finsterfaust, die dürfte ja eigentlich... Oh Gott! Psychokinese! Und Finsterfaust. Ja, die reicht. Mit Quick Decke. Juhu! Oh Gott! Mein Bauch macht gerade Rambatamba. Bluebella! Dass ich da mit Zui sicherlich nicht drin bleibe, das dürfte man sich wohl denken. Wenn man... Manuela darf das mal machen. Bam. Klar, da stand zwar ein Boden-Wasser-Pokémon, was wahrscheinlich mit einer Pflanzenattacke weg gewesen wäre, aber nein, man paralysiert erstmal. Diese Logik manchmal, ne? Zack. So, ab in die Luft. Und ich wette mit dir, ich wette mit euch, dass sobald wir gleich Fliegen einsetzen, wir paralysiert sind. Okay, wer hat mir die Wette verloren? Was bekommt ihr? Ja, der Deck war es sehr schön. Und das war so ein Critical. Sag mal, was ist denn los heute mit meinem Pokémon? Alle machen hier voll die Critical Hits. Ja, yeah, Pudox können wir mit Manuel da drin bleiben. Dann machen wir das gleiche nochmal. Das habe ich nie aufgepasst, weil er hat Lichtschild. Jo, mach du mal Lichtschild, mach du mal Lichtschild. Ich greife sowieso physisch an, mein Freund. Pudox. Ja, ich bin auch eher ein Papinella-Fan, muss ich ganz offen sagen. Also ich ziehe Papinella Pudox vor. Nee. Hoch da jetzt. Wieso bin ich denn als letztes dran? Ach, Wirbelwind. Aber geht daneben. Das ist immer so verwirrend, hä? Oh. Hände. No. Wen holst du rein? Ja, Zui darf wieder ran. Okay, dann gibt es jetzt einen Mogelieb. Patsch. Ein kostenloser Hit. Hä? Wieso? Hä? Hat Pudox Konzentrator? Och, komm schon. Paralysiert, treff nicht, paralysiert. So, Finsterfaust jetzt, zack. Aber das hat mich jetzt gerade gewundert, das war mir nicht bekannt, dass Pudox Konzentrator haben kann. Okay.
Weil Mogelhieb ist ja normalerweise, dass es da zurückschrecken lässt, aber... Ach man, hör mal auf damit. Was kommt jetzt? Ah, ja, Rio darf auch nochmal mitmischen. Gut, Rio, dann beende du das mal mit zum Würben. Ich finde den Sound einfach so genial für zum Würben. Voll auf die Omi, voll auf die Omi hier. So. Dann einmal die Heilung der entsprechenden Pokémon. Ich fällt gerade ein, mein Tafelwasser geht auch bald zur Neige. Und da ist es zur Neige gegangen. Gerade als ich gesagt habe. Hat doch was. Hat doch was. So. Manuela noch heilen. Und weiter geht's. So, hopp. Ab aufs Knöchelchen springen. So. Achso, dürfen wir den Weg jetzt zweimal machen? Jo, weil wir es anders brauchen. Ah. Das ist natürlich auch sehr interessant. Knack. Genick gebrochen. So. Ich glaube, jetzt fehlt nur ein Trainer, ne? Die Dame hier. Na dann, junge Dame, darf ich zum Tanz bitten? Lass uns tanzen. So nach Germany's Next Top Dance Model Voice Kram. Ich bin offen und ehrlich, ich guck den Kram nicht. Ich bin da absolut... Jetzt habe ich immer noch so wie vorne. Ich wollte ja umtauschen. Ich bin absolut kein Fan von dem Kram. Also ich guck's nicht. Es interessiert mich auch nicht. Weil der Witz ist... Oder es kann nur an meine totalen Desinteresse an... Ja, sowas wie Musikgeschäfte und so gehen. Aber jeder, der durch diese komischen Casting-Shows gekommen ist... Oder jetzt sagen wir fast jeder... Den siehst du doch nicht wieder. Zum Beispiel, wir haben jetzt The Voice of Germany. Der oder die letzte Gewinnerin. Sieht man ihn, sie noch? Hier, wie hieß er nochmal dieses Paar, was sich jetzt getrennt hat? Pietro und Dingsbums. Ah, Sarah. Genau, die Lombardis. Die waren doch auch nur dadurch bekannt, dass die halt durch diese Show ein Paar wurden. Und dann das Fernsehen an jeder ihrer Sachen teilnehmen lassen hat. Also die haben ja ihr Leben öffentlich total geführt. Naja, jetzt hatten wir ja, wo ich auch geschmolzen habe, weißt du, überall sind Krisen, Kriege hast du nicht gesehen. Und Lombardis ist das... Tatsächlich hat er Eiszahn gehabt? Oh Gottes Willen! Erschrocken. Also wo ich war, wir haben Kriege, Krisen überall und die Lombardis waren hier in Deutschland das Thema Numero Uno. Fast so als wäre gerade das nächste Attentat gewesen hier in Deutschland oder so. Aber vielleicht ist es auch wirklich einfach mein Desinteresse an diesen ganzen Sachen. Jedenfalls... Geht ja ganz jetzt die Hetzjagd los nach Sarah, weil sie ja Pietro betrogen haben soll und die Fans fordern jetzt, sagt uns, mit wem du fremd, ob das stimmt, ob du fremd gegangen bist, etc. Ich persönlich muss sagen, es ist berechtigt. Ich meine, die beiden haben ihr Leben öffentlich geführt, komplett öffentlich, ja, haben Fernseh, Funk und hast nicht gesehen. Bei allem ihrem Kram teilhaben lassen. Da ist es doch klar, dass die Leute auch jetzt wissen wollen, was ist Sache. Ich habe mir zum Beispiel mal, ja, ich habe mir mal den Joke gemacht und habe mir mal die Seite von Sarah angeguckt, also die Facebook-Seite. Und da waren ja auch viele, die auch gerufen haben, sag uns, stimmt das, passt das nicht. Und dann hatte sie so auch so Motivationssprüche auf ihrer Seite. So von wegen, nur die, die mich kennen, werden mich verstehen und sowas in der Art. Das ist Quatsch, Frau Lombardi, ganz offen und ehrlich.
Die ganze Zeit alles wird öffentlich gemacht und öffentlich gelebt. Und jetzt sollen die Leute immer schweigen? Sorry, also ich, wenn man schon was komplett ganz und offen öffentlich führt, dann auch vollkommen. Ist zumindest meine Meinung. So, jetzt habe ich mir erstmal natürlich jetzt den ganzen Zorn der Sarah Lombardi-Fans zugezogen. Aber es ist doch irgendwie so, oder? Ich mache ein öffentliches Leben, also muss ich mich auch damit zurechtfinden, wenn die Leute öffentlich wissen wollen, was Sache ist. Guck mal da. Ich hasse Guck mal da. Kann auch sagen, warum. Guck mal da hat eine total beschissene Kombi, die ich überhaupt nicht leiden kann. Das ist einmal Hypnose. Dann kommt das Vieh mit Superzahn an. Also Hypnose und Superzahn ist schon mal ewig. Und meistens hat es noch Kung Fu Strahl. Und das ist der totale... Bah. Geht gar nicht. Ja genau, und Hyperzahn hat es meistens auch, um noch den Job zu finishen. Ja, beschmeißen wir es mit Dreck. Bap. Genauigkeit sinkt, das ist schön. Hyperzahn hat nämlich, 100, hat nämlich keine 100%ige Trefferchance. Horrorblick, ja, von mir aus. Ich habe jetzt nicht vorgehabt, so wie zufrieden, obwohl ich ja eigentlich so wie von euch Spitze tun wollte. Jetzt war ich gerade so in diesem Lombardi-Thema drin, dass ich das total verschnieft habe. Verschnieft hört sich auch so komisch an, ne? Bam! Ach Quatsch, was mache ich denn da? Jetzt mache ich Finsterfuss auf dem Normal-Pokémon. Das war ein Missklick, Leute, ein Missklick. Ach Leute, was soll ich sagen? Es tut sich so viel, es tut sich so viel. So, was haben wir jetzt? Keifel. Haben wir da eins, was wir jetzt reinschmeißen können? Ja, Rio. Rio kann versuchen, das mal zu regeln. Grab. Rio, du bist dran. Bam. Oh Gott, das hat schon Erdbeben. Ha! Zieht sehr, sehr zu viel ab. So, Surfer bitte. Sehr, sehr zu viel, ja. Das war nicht die Hälfte, das war nicht die Hälfte. Ja, das reicht. War jetzt riskant gewesen, weil Kaifu könnte natürlich Eissplitter haben. Und dann wäre Rio jetzt weg gewesen. Aber unsere Serie hält an. Kein Pokémon bisher verloren, seit der letzten Folge. Jetzt bräuchten wir mal so einen Counter. Wie viele Folgen schaffen wir es, ohne ein Pokémon zu verlieren? Also zwei haben wir jetzt schon mal. So, jetzt haben wir alle geheilt. Ich werde jetzt auch mal Sui mit Rio tauschen. Obwohl ich ja immer noch nicht weiß, was denn da jetzt auf uns wartet. Also was für Pokémon uns Lysander in den Kopf schmeißt. So und hepp! Bam, da geht die Hand hoch. Und der Kopf geht ebenso hoch. Yeah! Los geht's. Sage ich. Aber den Arena-Kampf machen wir in der nächsten Folge. Also Leute, war nett, dass ihr zugeguckt habt. Würde mich über jede Unterstützung freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.